Der große Regenguss auf der Ile de Notre Dame und ich glaube, dann sind Häkkinens Träume, hier die Pole Position zu holen, ins Ruderregatta-Wasser gefallen, was direkt hier hinter ist, oder? Ja, ich denke mal, es sieht nicht so aus im Moment, als ob es regnen würde. Überhaupt müssen ja die Formel 1 Silberpfeile die Kohlen aus dem Feuer holen. In Le Mans ist man nach 2 Stunden draußen gewesen. Beide CLK GTR sind übrigens ausgeschieden in Le Mans, liebe Zuschauer, wenn Sie es noch nicht wissen. Es führt im Moment Toyota vor Porsche. So, Fisichella. Marc, ich höre gerade, wir müssten schnell runtergehen in die Box. Da haben wir einen Vertreter von Goodyear bezüglich der Reifen am Mikrofon bei Inga Stracke. Und ich stehe neben Tony Shakespeare. Tony Shakespeare, how is it with the tires, with the cold and... Wie sieht's aus bei diesen Wetterbedingungen? Was fahren Sie für eine Mischung? Ideal sind die Bedingungen nicht, aber die Mischungen, die wir dabei haben, die passen unter diesen Bedingungen, sagt Tony Shakespeare. Es wäre uns noch sogar lieber, wenn es ein bisschen wärmer wäre. Aber für alle ist das natürlich das Gleiche. Michael Schumacher ist sort of saying, Goodyear has done a good job. Exactly Michael Schumacher sagt ja immer, Goodyear hat gut gearbeitet. Was haben Sie denn verbessert? Since the introduction of the front tire in Argentina.